10 Uhr schon. War klar. War klar, dass wir so lange pennen. Du musst trotzdem erstmal meinen Gedanken jetzt da unten fertig machen. Oh, guck mal hier, ist fertig geworden. Nice. Schade, nur Honigstock. Kein Arbeiterhonig. Abbauen. So. Das müsste jetzt fertig sein. Ach, noch nicht ganz. Naja, es kann noch sein, dass das vielleicht in den 2 Tagen nochmal wächst. Alles, was noch wächst, wächst. So, aus einer schwarzen Rose bekommen wir diesen Honig dann. Okay. Wollen wir mal die Tiere rausschmeißen. Ja, immer noch kein Tier geschwängert, ne? Aber ich weiß auch noch nicht, wann ich das... Ich will mich derzeit noch nicht so mit den Tieren beschäftigen gerade. Die Tiere nerven mich gerade. eigentlich nerven mich die Tiere gerade. So fies, wie es klingt. Ich habe gerade keine Zeit für die. Ich habe gerade einen Kopf voll anderen Kram. Meine Taschen sind voll. War klar, dass die Taschen voll sind, oder? Ein bisschen war das klar. So, dann ist das auch wieder voll. Sehr schön. Da können wir gut mit leben. So, wir müssen erstmal unseren Kappes wegbringen. So, die Honigmaschine ist hier hinten. Die müssten wir dann eigentlich nochmal da unten hinstellen. Dann können wir gleich nochmal einen größeren Sprenkler bauen. Glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob wir genügend Eisen dafür zusammen haben. Aber jetzt verkaufen wir erstmal. Ich bin ganz ehrlich, ich verkaufe es schnell mal so. Außer den Honig. Oder? Weiß ich nicht. Aber wir brauchen halt da gerade ein bisschen Platz im Gebälk. Meine Güte. Wie das alles durcheinander ist, ne? So. Eisenbarren nehme ich schon mal mit rüber. Silberbarren am liebsten auch. Und Gold. Alles einfach. Denn der nächste Silberbarren wird, oder der nächste... Wird ein großer Sprenkler. So, ich sammle kurz mal das da hinten bei den Tieren auf. Ich mach mal schnell alles fertig. Ah ja, habe ich ja alles so verkauft. Stimmt, habe ich vergessen. Es geht schnell, dass ich sowas vergesse. Deine Taschen sind voll, ey. Da regt mich kein Off auf. Wir gehen jetzt gleich erstmal dringend zum Museum. Ich krieg einen Vogel. Ich krieg einen Vogel hier gerade. Was es mit meinen Taschen angeht, ich habe Fisch dabei, ich habe Säcke dabei, ich habe alles fürs Museum dabei. Ich muss jetzt erstmal zum Museum. Ich krieg einen Vogel. Weg, 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 weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg, ich bin zugeklumpt. Ich gehe erstmal straight dahin, komm. Alles andere wird jetzt ignoriert. Einfach straight hin, so. Schnell, ich habe Fisch.
Okay, den Aal haben wir schon mal abgegeben, okay. Dann wäre das Museum jetzt auch wieder ein bisschen voller. Und wir werden unseren Scheiß los. Das ist das Wichtigste, dass wir unseren Scheiß los werden. So, das hier unbedingt. Ambra. Ambra. Bauholz. Irgendwie sowas. Naja, Stoff. So. Jetzt können wir wenigstens ein bisschen mehr agieren. So. Was habe ich denn jetzt noch dabei? Ihr Sipse. So, du bekommst eine Blume. Mhm. Auch wenn dir die ganz völlig egal ist, die Blume, aber ist mir auch egal, dass sie dir egal ist. Huch, was? Hä? Und jetzt los. Lass mich, Mann. Was denn über? Wir haben sie aus Versehen so angesprochen. Besucherarchiv ist mir doch alles egal. Entschuldigung, das ist eine relativ unnötige Funktion. So. Ich versuche eigentlich den Ranger auch noch ausfindig zu machen. Hier hast du Dreck. Reib dich damit ein. Und die Kinder. Die Kinder müssen wir auch noch finden. Das ist auch noch so ein bisschen das Wichtige, die Kinder. Den Ranger und die Kinder jetzt gerade noch. Und dann machen wir unsere Arbeit da mal weiter. Ja, mit dir rede ich auch mal ganz kurz. Guten Tag. Weißt du was, kann ich dir auch gleich den Dreck geben. So, Mr. Ranger, ich habe Suppe. Mein kleiner Schnurzelburzel. So, wieder ein Inventarplatz leer. Geil ist, ne? Es läuft. Geht hier nur um Inventarplatz leeren. Einmal Glas. Natürlich braucht das Kind Glas. Angelexperte. Ne, Ackerexperte. Was haben wir jetzt bekommen? Reis. Oh, Reis ist ja sogar genau das, was wir auch haben wollen. Das ist schön. Neunmal. Reis ist das ja, was ich im Winter anbauen will. Kiddies brauche ich aber noch. Die Kiddies. Ja. Yo. Der mit seinem scheiß Kaffee, ne? Bei dir gehe ich rein, damit ich einen Inventarplatz leer habe. Ich meine, wir können es auch einfach verkaufen, aber ist ja egal. Darum geht's ja nicht. Es geht ums Prinzip. Keine Ahnung, wo die Kinder sind, ist mir egal. Ich habe heute keine Lust auf sowas. Ich muss mein Feld da jetzt machen. Das kommt auch weg. Die kommen auch erstmal weg. Das Stoff verticke ich gleich. Das Ambra verticke ich gleich. Die Reissetzlinge kommen hier rein. Dann kriegen wir endlich mal wieder ein bisschen Inventar-Space.
So, sieht doch schon mal jetzt nach was aus. Den Aal können wir übrigens auch verkaufen. So. Inventar Space. Gut. 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 Ein großer Sprengler. Könnten wir, glaube ich, sogar noch einen machen, wenn wir genügend Eisen zusammen geschustert haben. So. Eins, zwei, drei, vier. Ja, passt perfekt. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Dann können wir nämlich wunderbar mit diesen großen Feldern arbeiten. So, hier auch noch. Und heute können wir auch gar nicht so lange machen, weil ich sowieso schon gleich wieder müde bin. So. Unsere Maschinen arbeiten ja an den Sprenkler und in der Zeit muss ich das dann selber gießen. Ich will es nur noch mal schon mal alles so angelegt haben, wie ich es angelegt haben will. Leider stört mich das da jetzt, aber ich weiß auch nicht, ob wir das noch. Naja, kriegen wir da noch? Oder sagen wir Scheiß auf das? Wir machen es einfach. Komm, Scheiß auf das. Wir machen es einfach weg. Okay, Zeit für so ein Kappes. Selbst wenn es morgen fertig sein sollte, es ist besser so. Muss ich selbst erstmal gucken. Am besten mache ich den von hier oben dann. Eins, zwei, drei. Ist auch in Ordnung. Vier, fünf. Geh kurz mal die Maschinen abklappern. So. Ich weiß nicht, was ich davon hätte, wenn ich eine Goldhacke hätte. Ehrlich, kein Plan. Ich mache denn größere Felder, aber ganz ehrlich, so viel arbeitet man ja auch nur nicht an den Feldern, ne? Dass man sagt, das ist lohnenswert oder sowas. Wie viele Felder sind das denn jetzt eigentlich? So, jetzt mal einfach zum Abzählen. So, 2, 10, 20, 24 Felder, okay. So, hier muss ich, glaube ich, kleine Felder machen, ne? Weil hier passt jetzt sowieso nicht mehr so viel hin. Wir müssen noch Kleinsprenklerfelder. Ganz ehrlich, das mache ich mal anders. Damit das optisch auch ein bisschen anständig aussieht. Muss ja auch ansprechend sein, ne?
So, ganz im Macht. Können wir nämlich noch einmal hier hin machen, ein. Ja, passt genau, sehr gut. Dann kommen hier halt kleine Felder hin, ist ja egal. Das Wichtigste ist, dass alles besprenkelt wird. Was soll der Geiz? Das müssen wir dann selber gießen. Aber dann ist das Feld komplett ausgenutzt. So. Komplett ausgenutzt, das Feld. So. Sehr gut. So, hier müssen dann die kleinen Sprenkler rein. Da oben müssen wir dann halt auch mal ein bisschen selber gießen. Das ist ja egal. Wir können ja auch mal ein bisschen arbeiten, ne? Brauchen ja auch nicht immer stinkend faul sein. So, das weg, das weg, das weg. Die Kastanie weg. Okay, fünf Eisen. Wir brauchen definitiv demnächst wieder Silber. Und dann will ich, glaube ich, ja, weiß ich nicht, will ich? Will ich noch ein bisschen Honigdinger haben? So, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal schön Platz. Platz zum Anbauen. Wir haben jetzt so viel Platz da zum Anbauen, dass wir uns gar nicht davor halten können. Wir könnten natürlich da auch den Brunnen hinsetzen, ne? Dann können wir den hier so hinsetzen, dann sieht das... Ach, so ist auch gut. Ja, so ist gut. Okay, ein Sprenkler. Was wir jetzt mit den Sprenklern... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was wir damit machen. Kann ich euch noch nicht sagen. Ich will nochmal ganz kurz, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Reisen. Dorf der Erdgnome. Und vielleicht ist der Reisegnom ja endlich mal wieder da. Weil wir kommen immer dann genau dann an, wenn er nicht da ist. Ich sammle jetzt einfach mal alles ein. Pferde mal Rosenberggarnele und oh, das ist wieder viel neuer Fisch. Toll, ich bin begeistert. Der Reisegnom! Viehfutter! Kaninchenfell. Der Reisegnom. Stachelhalm und Pfefferkorn. Toll. Mir richtig viel gegeben, Alter. Hast mir richtig viel gegeben, mein Freund. Gegrillter Fisch, Tomatensaft, Cremesuppe. Ich bin voll. Scheiße. Ah, warum bin ich nicht schon wieder voll? Okay, den amerikanischen Flussbarsch und die Pferdemakrele haben wir definitiv schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wofür das hier? Stachelhalm habe ich noch nie gefunden. Weiß ich nicht, wo das ist. Ist ja doof, dass wir wieder voll sind. Aber gut, die klumpen uns natürlich auch ein bisschen voll. So, alles mal zum Kochgnomen hin. Das ist auch wichtig. Zurück zum Hof. Den haben wir schon, den haben wir schon. Gegrillter Fisch. Ach komm, weg, 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 weg. Das Holz lege ich mal kurz ab. Da wird schon wieder ganz schön spät hier, ne? Ist euch das aufgefallen? Ich reiz das immer bis zum Ende aus, ehrlich.
Das ist immer ganz schlimm. Das Kaninchenfell können wir ja sogar tatsächlich hier reinmachen. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz den Rest des Gnomes abklamüstern. Damit wir auch den Rest tatsächlich haben. Und dann machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Dann gehen wir ins Bett und machen eine Aufnahmepause. Der ist auch so unnötig mit seinen 16 Gras, ehrlich. Der hier hat wenigstens noch Silbererz und so ein Kram dabei. Grüne Paprika, Oker, Kartoffeln. Hier ist aber auch schon ein Gewusel, Alter. Wie auf so einem türkischen Bazar. Bazar besser auf. Aber man kriegt halt da auch Gegenstände, die du sonst nicht hast, so wie die Fische, ne? Das ist halt wichtig eigentlich. Also, mir persönlich ist es wichtig. Das Gras ist eher so unwichtig, aber mir persönlich ist es wichtig. Zack, 200 von dem. Das war eigentlich gut. Oh, ich habe keinen. Habe ich schon alles verbraucht? Naja, sonst wäre es ja da, ne? 5000, das Ding ist voll. Gut. Oh, das Inventar sieht auch auf einmal wieder echt gut aus, ne? Ist euch das aufgefallen? Sieht echt gut aus. Wie weit ist Eisen? Naja, Eisen dauert noch. Aber zu morgen haben wir das auf jeden Fall. Also das mit dem Eisen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und ja. Ich bringe nochmal einmal den Silberklumpen weg. Ich sehe gerade, wir haben noch ein Silberding, Silbererz in der Tasche. Zack. So. Jetzt haben wir wirklich tatsächlich viel Platz wieder. Oh, ist das schön. Wenn diese ganzen Säcke und der ganze Fisch weg ist. Oh, geil. So, ab ins Bett jetzt aber mit uns. Tiere schlafen auch schon. Schnell wach machen. Ich glaube, ich habe euch nämlich gar nicht gestreichelt. Deswegen mache ich das gerade. Ich habe die nämlich nicht gestreichelt. So, ja. Morgen ist schon Winter. Oh, ich dachte, es geht bis zum 29. Morgen ist Winter. Oh. Oh, morgen beginnt der Winter. Na, da bin ich aber gespannt. So, jetzt ist aber Schlafenszeit und ich gehe ins Bett und, naja, bis morgen. Und ich mache Aufnahmepause. Gute Nacht.